Volksbank Münster Marathon 2022. Spannender Kampf um einen neuen Streckenrekord, emotionale Läufergeschichten und fantastische Atmosphäre entlang der Strecke. Sehen Sie jetzt die Höhepunkte des 20. Jubiläums eines der beliebtesten Marathons Deutschlands. Der Schlossplatz in Münster. Treffpunkt und Start von Marathonbegeisterten aus über 45 Ländern. Münster überhaupt ist klasse? Die Atmosphäre vor allen Dingen. Also es ist so familiär hier. Es ist ein relativ flacher, einfacher, guter Einstieg, gute Party. Ja, man hört es ja auch. Da ist die Hölle los, ne? Da sind ja total viele Leute und Bands und Bühnen und ja, super einfach. Gänsehaut. Die Organisation ist alles super top. Alles nah hier beieinander, der Start, der Parkplatz, das Duschen und alles einfach super gut. Wunderbar. Bin ganz gespannt. Erfahrene Läufer wissen schon, was den Volksbank Münster Marathon so einzigartig macht. Die Strecken und die grandiose Stimmung. Jessica trainiert seit März für ihren ersten Marathon und ist voller freudiger Erwartungen. Hi, ich bin Jessica und ich laufe meinen ersten Marathon heute. Also ich bin 34 Jahre alt und ich laufe erst seit März. Und ja, ich bin ganz aufgeregt mit dem Fokus Helm. Genau, also in Begleitung. Nur wenige Minuten vor dem 20. Marathonstart in Münster steigt die Erwartung. Und heute ist natürlich Jubiläumslauf. Ich freue mich total. Heute haben wir einen raus. Richtig einen raushauen will auch die Elite. Hier geht es um den Streckenrekord. Den hält Justus Kiprotisch mit 2 Stunden, 9 Minuten, 28 Sekunden. Allein 3 Läufer im aktuellen Feld waren schon schneller. Mehr als 9000 Läufer warten auf den Start. Den Jubiläumsmarathon eröffnet Handball-Ikone Heiner Brandt. Ja, das ist schon ein beeindruckendes Ereignis. Ich war ja noch nie hier, ich habe noch nie einen Marathon gesehen. Wenn ich hier den Menschenablauf sehe, wenn ich sehe, wie die Sportler sich vorbereiten, das ist schon sehr beeindruckend. Nach dem Start führt die Strecke durch die historische Innenstadt und die Münsteraner Parklandschaft ins Ziel auf den Prinzipalmarkt. Wer das einmal erlebt hat, ist begeistert. Das Besondere ist, dass hier richtig viele Zuschauer sind und es eine richtig gute Stimmung ist. Super familiäre Atmosphäre, macht richtig Bock hier, auch der Zieleinlauf grandios. Der Zieleinlauf ist immer noch das allerbeste. Ich war schon bei vielen Marathons und ich war auch in New York, aber hier ist der Zieleinlauf noch besser. Das Besondere ist halt wirklich, dass es in der Innenstadt losgeht, einmal mitten durch die Innenstadt, dann raus übers Land und wieder zurück in einem wunderbaren Gefühl ins Ziel zu kommen. Das macht echt Spaß. Und dass es so ein guter Mix ist zwischen ein bisschen in Ruhe laufen und dann wieder Stimmung haben. Die Marathonläufer sind bereits auf der Strecke und beschreiten die ersten Kilometer durch die Münsteraner Innenstadt. Für Organisator Michael Brinkmann Zeit für ein erstes Fazit. Ja, Stimmung ist ausgesprochen gut, schon am Start. Man meint, man ist schon im Ziel. Also es ist eine tolle Stimmung, auch die Cheerleader, alles, was sie umrahmt, die Zuschauer, die da sind, alle schon in guter Stimmung, ja. Wir schauen, was die Elite macht. Kurz hinter Kilometer 10 auf den letzten Metern der Innenstadt. Hier stehen viele Fans, die die Spitzenläufer anfeuern. Die Menge der Läufer ist nun auf der Promenade und wird auch hier von zahlreichen Zuschauern unterstützt. Das, was hier immer man sieht, die Leute, die mit positiver Anfeuerung alle, egal welches Tempo, immer engagiert dabei sind und bemüht sind, dass alle ins Ziel kommen. Toll. Wie heißt denn deine Mama? Wirle, ein belgischer Name, weil sie kommt aus Belgien. Weil ihr das sagt, dass sie es auf jeden Fall schafft und dass sie super läuft. Das macht einfach Spaß. Man kennt sie und die Leute, die haben ja auch tolle Stimmung hier, sind alle gut drauf. Ist super. Was sagst du denn dazu, ha? Was sagst du dazu? Etwas ganz Besonderes ist das Marathonjubiläum für Heinz Liefermann. Er läuft zum 20. Mal in Münster Marathon. Ganz genau, bislang hat er keinen einzigen verpasst. Ja, die Stimmung ist super. Der 20. Marathon steht an. Der 20. Volksbank Münster Marathon steht nun für Heinz Liefermann an. Dass er überhaupt mit dem Marathon angefangen hat, war für ihn früher gar nicht vorstellbar. Der Marathon war eigentlich für mich sehr weit weg.
Im Leben hätte ich nicht dran gedacht, Marathon zu laufen. Aber durch die Plakate habe ich angebissen und trainiert. Das Gefühl war super, den ersten Marathon geschafft zu haben. Ich war richtig froh. Besonders schön finde ich die Trainingseinheiten. Es sind 12 Wochen, wo man mit sich beschäftigt ist, wo man eine Aufgabe hat. Es ist fast wie eine Kur. Heinz Wiefermann ist zum richtigen Volksbank Münster Marathon Fan geworden. Ja, ich habe so ein paar Riten. Am Tag des Marathons ziehe ich eine blaue Linie bis zur Straße. Die werde ich an dem Tag des Marathons mit meinem Rad verfolgen. Fahre zum Marathon, wenn ich hoffentlich erfolgreich gefinisht habe, mit dem Rad wieder zurück über die blaue Linie. Kurz vor dem Marathonstart ist Wiefermann aber nicht so sicher, ob er die Ziellinie als Finisher erreicht. Ob ich es heute schaffe, weiß ich nicht. Marathon ist und bleibt Marathon. Und damit eine extreme sportliche Herausforderung, gerade auch für Erstläufer. Und die brauchen Support. Wir sind heute zum Support da. Ein Freund von uns läuft das allererste Mal einen Marathon. Wir müssen niemanden anfeuern. Meine Nichte läuft hier mit zum ersten Mal Marathon und aufregend. Meine Freundin läuft, ihr Freund läuft und wir müssten jetzt auch jeden Moment kommen. Deswegen sind wir schon ganz gespannt. Ich wäre gerne mitgelaufen, aber es macht fast genauso viel Spaß, die Leute hier zu supporten. Also die Begeisterung hier ist einfach toll. Wir fangen morgens um 8 Uhr an schon und geht bis nachmittags. Ist toll. Ja, einfach die ganzen Fans, die vielen Leute auf der Straße. Super. Ah, das Besondere an Münster, was ich jetzt auf jeden Fall feststelle, ich wohne nicht hier, ich komme aus Oldenburg, ist auf jeden Fall die Stimmung. Also das ist total krass und dass man wirklich jetzt hier nach dem Start entspannt hierher laufen konnte zu Kilometer 10 müsste das ja ungefähr sein und hier wirklich alle nochmal anfeuern können und sogar noch die Elite sieht. Das ist schon bombastisch. Ist, glaube ich, in keiner anderen Stadt so, muss ich wirklich sagen. Scheiße. Ein weiterer Punkt, warum an diesem Punkt so viel los ist, ist der erste Staffelwechsel. Das ist ein Traum. Es ist wirklich einmalig hier. Auf jeden Fall. Richtig, richtig schön. Deswegen sind wir diesmal auch in zwei Teams hier angekommen. Der Atruvia Staffelmarathon. Beim Volksbank Münster Marathon. Vor allem auch bei größeren Unternehmen beliebt. Wir machen heute eine Staffel mit der Atruvia. Und insoweit Firma sponsert und wir laufen mit. Ja, immer das Gemeinschaftsgefühl. Wir fangen an der Treppe an mit einem Gruppenfoto mit allen Staffeln. Wie viel sind wir diesmal? 22. Also insoweit immer ein großes Event für uns. Das stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl, macht Spaß, ist nicht so zwangmäßig. Jeder kann laufen, wie er möchte. Ist einfach cool. Auch beim Hauptsponsor, der Volksbank Münsterland Nord, sind weit über 100 Mitarbeiter angetreten. Als Staffel oder beim Marathon. Kein Wunder, dass es in den letzten Wochen fast nur noch ums Laufen ging. Es ist Mittelpunkt Nummer eins und manchmal sind betriebliche Dinge dann auch nicht so wichtig, jetzt auch nicht, sondern egal auf welchem Flur ich bin, wo ich bin, es geht nur um Münster Marathon, es geht um den Volksbank Marathon. Wie geht's dir, welche Vorbereitung machst du, wie weit bist du, tolles Thema und das schweißt echt zusammen. Zusätzliche Motivation war die unternehmenseigene Aktion Schlag die Chefs, Dietmar Dertwinkel erzählt. Ach, die Idee war eigentlich, dass wir sagen, wie können wir Mitarbeiter motivieren, für ihre persönliche Gesundheit was zu tun und gleichzeitig auch was Gutes zu tun. Und da haben wir einfach verbunden, dass wir gesagt haben, wir haben eine Managementstaffel, eine Chefstaffel und alle Staffeln, die schneller laufen, da zahlen wir dann für den guten Zweck entsprechend was ein, wo der Marathon dann bitte entscheiden kann, was ist dieser gute Zweck. Die Idee ist einfach, tu dir was Gutes, aber mit einem kleinen Schub dahinter, indem du anderen auch was Gutes tust. Das ist eigentlich die ganz einfache Idee und die ist so gut angekommen, dass sich über 100 Menschen dann angemeldet haben, damit zu machen. Zu den Mitarbeitern, die im Marathon an den Start gehen, gehört in diesem Jahr auch Dietmar Dertwinkel. Es ist sein erster Lauf über die 42,195 Kilometer. Das ist in dem Fall mein erster Marathon, den ich laufe. Ich stehe dazu, dass es gesund ist. Ich bin alter Fußballer, also immer gelaufen. Habe aber auch gemerkt, zwischen einem Fußballspiel laufen und eine lange Strecke, sprich 42 Kilometer laufen, ist doch ein Unterschied. Es ist schon für mich ein Highlight und die Motivation auch im letzten Jahr gewesen, eigentlich zu sagen, ich laufe den, weil ich die Menschen erlebt habe, wie die im Ziel ankommen. Höchste sportliche Leistung, wer da in 2 Stunden kommt. Aber mindestens genauso, wer da nach 5 Stunden ankommt, obwohl er eigentlich kein Läufer ist. Weder von der Statur noch vom Training her.
Und wie glücklich diese Menschen durchs Ziel gelaufen sind, das hat mich so angefixt, dass ich gesagt habe, ich weiß nicht, was da passiert, ich möchte es erleben. Und wenn ich das erlebt habe, dann kann ich Ihnen sagen, ob ich das nächste Jahr nochmal mache oder ob ich da sage, einmal war gut. Am heutigen Renntag ist Dietmar Dertwinkel nicht zu optimistisch, das Ziel zu erreichen. Ich habe ein bisschen muskuläre Probleme, habe mich jetzt aber entschieden, ich versuche das, weil ich will die Stimmung einfach mitnehmen. 140 Menschen haben gesagt, komm Dietmar, wir folgen dir, wir laufen mit dir zusammen und dann kämpfe ich für die auch. Und so ein bisschen Schmerz versuche ich wegzudrücken. Dietmar Dertwinkel kämpft sich auf der Strecke voran. Währenddessen sind die Eliteläufer schon am Halbmarathonpunkt vorbei. Um den Marathon über so viele Jahre attraktiv zu halten, gehört es dazu, immer wieder neue Laufangebote zu schaffen. In diesem Jahr neu die 28,5 Kilometer. Eine gute Strecke, um sich langsam an den richtigen Marathon heranzutasten oder einfach eine Übung für den nächsten großen Marathon zu haben. Das ist nochmal der letzte Härtetest, weil ich in 2 Wochen in Berlin starte. Wir sind letztes Jahr in die Staffel hier gelaufen, ja, genau. Und dieses Jahr wollten wir mal ein bisschen mehr schaffen. Ja, mal ausprobieren, so ein 28er-Event, ne, hört sich ja cool an. Und da haben wir gedacht, melden wir uns mal an. Ja, es war eine tolle Gelegenheit, 20-jähriges Jubiläum vom Marathon. Da fehlte der 28-Kilometer-Lauf noch. Und wir sind selber sehr stark im Betriebssport aktiv, haben über 40 Läufer, die heute selber mit bei uns laufen. Ist gut, man öffnet das ein breites Publikum. Jeder und jeder, der mal Bock hat, wie gesagt, nicht die ganzen 42 zu machen, sondern ein bisschen weniger. Vor allem schön am Ende reinzukommen, ne? Zusammen ins Ziel, das ist schon geil, das macht Bock. An der Spitze des Feldes gibt es heute wohl einen Zweikampf um den Sieg. Während dieses Duo bereits wieder Kurs auf Münster und den emotionalen Zieleinlauf nimmt, treffen wir in der Nähe des Startpunktes des 28,5 Kilometer Laufes einen der knapp 20 Läufer, die alle 20 Marathons zuvor mitgelaufen sind. Peter Wolfram, der laufende Clown, bringt Spaß und Freude nach Münster seit 20 Jahren. Ich war bei jedem Münstermarathon dabei und jetzt kommt der 20. Auf den 20. freue ich mich, weil ich einer der wenigen bin, der immer dabei war. Irgendwann ist es mir etwas zu leicht gewesen, nur die Stadtmarathons zu laufen. Und dann dachte ich mir in Münster, mach doch mal was. Für mich persönlich ist es besonders, dass immer wieder die Kinder mich erkennen und sagen, da kommt der Clown ja wieder und laufen neben mir her und freuen sich darüber. Die Leute erkennen mich, die Kinder erkennen mich. Und der Zieleinlauf ist sagenhaft in Deutschland, weil er durch eine Innenstadt führt, an der die Zuschauer sich ballen und auch richtig mitgehen, ist es einfach ein Bild für uns Läufer, der immer wieder ein bisschen motiviert. Und diese große Motivation durch die Zuschauer im Ziel erfährt gleich die Spitzengruppe. Wer macht das Rennen? Wer gewinnt den Jubiläumslauf? Das sehen Sie nach einer kurzen Unterbrechung. Die Entscheidung beim Volksbank Münster Marathon ist quasi gefallen. Die Vierergruppe an der Spitze ist auseinandergerissen. Ganz vorn der Äthiopier Wogne Fikire Serbessa. Für den Streckenrekord hat es nicht gereicht. Der glückliche Sieger aus Äthiopien kam mit einer Zeit von 2 Stunden, 10 Minuten und 11 Sekunden im Ziel an. Ich bin sehr glücklich, weil ich gewonnen habe. Gekommen bin ich, um den Streckenrekord zu brechen. Ich habe sehr hart für eine Zeit um 2 Stunden und 6 Minuten trainiert. 2:06, darauf war mein Training angelehnt. Auf 2 Stunden und 6 Minuten hat er trainiert. Ein hochgestecktes Ziel beim Sieger. Der Verlauf des Rennens ließ dies allerdings nicht zu. Pacemaker haben uns bis zum Halbmarathon gepusht. Nach der Hälfte der Strecke waren wir aber alleine. 3 Läufer, die sich gegenseitig unterstützt haben, so kann man den Rekord nicht brechen. Schon eine Viertelstunde nach dem Sieger kommt auch der schnellste Deutsche ins Ziel. Marcel Bräutigam aus Erfurt. In der Gesamtwertung belegt er einen guten 8. Platz und hat dabei noch Kräfte gespart. Also ich bin voller Euphorie, wie man merkt vielleicht. Hab's richtig genossen. Plan ist aufgegangen. Schnellster Deutscher. Auch noch eine anständige Zeit. Habe mich nicht zu sehr verausgabt, weil in 4 Wochen meine Europameisterschaften von der Polizei im Marathon sind. Das ist mein Hauptwettkampf. Ansonsten konnte ich es genießen, habe die Stimmung aufgesaugt, die sehr, sehr toll und gut war. Und mir hat Münster sehr, sehr viel gegeben und bin total happy. Über einen Streckenrekord konnte man sich beim Volksbank Münster Marathon dann doch noch freuen. Die Kenianerin Lilian Jelagat stellte mit 2 Stunden, 27 Minuten, 38 Sekunden einen neuen Rekord auf. Während die Profiläufer schon im Ziel sind, sind viele Marathonläufer noch auf der Strecke. Ob Marathoni oder Staffelläufer, die Stimmung scheint bei allen gut zu sein.
super geil. Die Stimmung ist unglaublich, wie jedes Jahr, dass das pusht richtig. Ich glaube, ohne die ganzen Leute hätte ich nicht die Zeit geschafft, die ich geschafft habe. Thomas! Thomas! Und auch Dietmar Dertewinkel kann den Applaus gut gebrauchen, denn er hat noch sehr zu kämpfen. Währenddessen können immer mehr Läufer im Zielbereich ihren Emotionen freien Lauf lassen. Ich bin überglücklich. Ja, und mir geht's sogar noch ganz gut. War ein hartes Rennen, aber ich bin angekommen. Das war der Hammer. Man ist quasi geflogen. Grandios. Super Stimmung. Der letzte Kilometer, da wird man getragen. Die letzten Kilometer wird man getragen. Es war echt Wahnsinn. Ja, die Strecke allgemein ist super schön und die ganzen Musikgruppen und so, das macht immer wieder Spaß. Ich finde einfach der Mix aus der Strecke, die ersten 10 in der Stadt, dann so ein bisschen, ich sag mal, durch die Wüste, wo die sich alle nicht lumpen lassen. Mitten in Timbuktu gibt es dann irgendwie Trommelwirbel und alle lassen sich nicht lumpen und hauen raus. Super Verpflegungsstellen, muss man ganz ehrlich sagen. Also zu keinem Zeitpunkt, dass man irgendwas vermisst. Ja, so super organisiert einfach. Von vorne bis hinten, kann man nicht anders sagen. Super, ich bin glücklich, happy. Über die ganze Strecke Zuschauer, es war ein Fest, war sehr gut. Ja, geil, super. Ja, unfassbar, ich weiß nicht, wie man das toppen soll, aber das schafft ihr sicher beim 21. Mal. Wahnsinn, unglaublich. Die Bedingungen waren super und die Stimmung bombastisch. Immer wieder gut. Ich bin kaputt, aber glücklich. Mehr kann man sich nicht wünschen bei so einem Marathontag. Frauenpower! Neben Frauenpower gibt es beim Volksbank Münstermarathon auch ganz viele Kids, die Power haben. Ein Ziel des Münstermarathon-Vereins ist es, Menschen zum Sport zu bewegen. Auch auf kurzen Strecken mit Gesundheitslauf, Charitylauf und dem beliebten Stadtwerke-Kids-Marathon. Ja, das Besondere ist, dass die Kinder die letzten 1,5 Kilometer laufen dürfen. Und das ist natürlich das Highlight für alle Läufer. Und die Kids finden das natürlich super. Da werden die angefeuert und das wird, glaube ich, das Highlight für die Kinder. Da werden sie wahrscheinlich in 20 Jahren noch dran erinnern. Um eine gute Sache geht es beim DATEV Charity Lauf, der in diesem Jahr Spenden für die KIO, Kinderhilfe Organtransplantation, sammelt. Also einmal was für eine gute Sache tun und für sich selber auch was Schönes tun. Ne? 10 Kilometer ist eine Strecke, die viele Leute, sagen wir in Anführungsstrichen, locker schaffen. Und dann eben das Erlebnis hier, den Zieleinlauf am Prinzipalmarkt mitzuerleben. Ne? Ist schon ein cooles Gefühl, für einen guten Zweck was zu machen und dafür ein bisschen Sport zu machen am Sonntag. Mit der Kulisse ist echt, ja, besser geht gar nicht. Alles fokussiert sich jetzt auf den Zieleinlauf. Das war mein allererster und hätte ich nicht erwartet, ganz schön lange Kante. Aber... ja, geschafft! Erster Marathon. Münster ist so geil. Geile Strecke. 42 Kilometer ist doch völlig irre. Auf dem Sonntag, weißt du, bei Sonne. Hätte so schön im Kaffee sein können. Wie das in den Vororten, in Hiebenbeck, in Rooksel, wenn man durchläuft. Die Leute, die einen dann anfeuern, die alle mitfeiern. Das ist eine Party hier, das ist echt schön. Tolles Münster und hat sich gelohnt anzureisen extra aus Potsdam. Sehr gut, fantastisch. Oh, zwischendurch war es gut, dann wird es auch mal hart und zum Schluss macht das Spaß. Na, und hier die letzten Meter wieder mit Pippi in den Augen. Ne? So. Aber es hat mega Spaß gemacht, war mein erster. Über 9000 Teilnehmer aus 55 Ländern, dazu 312 Kids beim Stadtwerke Kids Marathon, viele Interessierte am Charity- und Gesundheitslauf und einige tausend Zuschauer. Der 20. Volksbank Münster Marathon, ein Riesenerfolg. Ja, also es macht erstmal super Spaß, hier dabei zu sein beim Marathon. Und ich persönlich, ich bin fürs Gesundheitsmanagement mitverantwortlich, so dass wir auf jeden Fall immer gerne beim Münster Marathon dabei sind. Fiege ist ein regionales Unternehmen, also richtig cool. Und deshalb haben wir auf jeden Fall mitgemacht und super cool ist das tatsächlich, als Sponsor durften wir mit 8 Staffeln dabei sein und wir haben es geschafft, es komplett voll zu machen. Also es sind so viele Fiege-Begeisterte, sodass wir jetzt mit 32 Läuferinnen und Läufern da auch auf der Strecke sein konnten. Nach 42,195 Kilometern sind die Läufer am Ziel. Sie stärken sich, sie freuen sich gemeinsam und tauschen sich am Germeta Meeting Point mit ihren Liebsten aus. Und hier sehen wir schon den Nächsten, der lacht. Erstläufer Dietmar Dertwinkel. Mal schauen, ob er das Laufen jetzt auch liebt. Zwischendurch mal gelaufen, 23 Minuten hinter der Wunschzeit. Aber da durchgekommen, es steht eine 4 vorne, ich bin top zufrieden. Und ich habe ja vor einem Jahr gesagt, ich will das Gefühl erleben, ich hab's gelebt. Und ich kann nur jedem sagen, mega geiles Gefühl, muss man gemacht haben. Muss man gemacht haben.
dieses mega geile Gefühl finishen zu können und auch unsere Jubiläumsfeier zu erleben. Peter Wolfram ist im Ziel und auch Heinz Wiefermann schafft es einigermaßen locker, noch vor dem Besenwagen über die Linie. Ja, ich bin heilfroh, dass ich es geschafft habe. Manchmal hatte ich eine Phase, da habe ich gedacht, wird schwierig. Ruxel hatte ich eine Geheinheit, aber irgendwann kommt wieder das Publikum, das trägt ein. Veranstalter Michael Brinkmann ist begeistert von den Jubiläumsläufern. Ja, wir haben noch über 30, die alle 20 Marathons mitgelaufen sind und das ist schon ungewöhnlich, denn so ein Marathon, der muss ja auf den Punkt auch passen, da muss ja auch jeder trainiert sein. Und auch das Schlusswort gilt nochmal dem Veranstalter, denn so einen Marathon macht man nicht allein. Wir haben 1400 freiwillige Helfer, plötzlich sind uns 31 vorgestern abgesprungen, die haben wir auch ersetzt bekommen. Also ganz Münster hilft ja auch mit, diesen Marathon zu organisieren und dafür sage ich auch einen ganz herzlichen Dank.